Liebe Frau Krüger, liebe Staatsrätin, liebe Frau Günther, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Forum Offene Stadt hier bei uns in der Körperstiftung. Wir führen dieses Format jetzt schon zum dritten Mal durch, zusammen mit der Open Knowledge Foundation hier in Deutschland. Und wenn man in Hanseatenkreisen etwas zum dritten Mal macht, dann ist das ja schon eine Tradition. Eine Tradition, die sich wirklich wunderbar entwickelt hat. Ich weiß noch, dass vor 2 Jahren hier 20, 25 Leute, glaube ich, waren. Und offenbar gibt es ein Bedürfnis für dieses Thema und dieses Format. Ich möchte gleich zu Beginn Ihnen, Frau Krüger, danken für die wirklich gute Kooperation zwischen Open Knowledge Foundation und der Körperstiftung. Und danke auch den Vertretern hier von Code for Hamburg, die mit uns gemeinsam das Format vor 2 Jahren hier aus der Taufe gehoben haben. Soweit wir wissen, ist diese Fachkonferenz, ist dieses Format die einzige Fachkonferenz für Open Data und Open Government in Deutschland, die einmal im Jahr von Experten und Praktikern aus verschiedenen Bereichen, nämlich aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft und der Wirtschaft zusammengesetzt wird. Das klingt vielleicht erstmal nicht besonders aufregend, aber in dieser Mischung liegt schon eine Besonderheit, also dass wir Akteure aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern haben, die gemeinsam darüber reflektieren, wie wir uns mit Digitalisierung vorwärts bewegen. Das ist immer noch nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Fast 30 Speakerinnen und Speaker sind heute unserer Einladung gefolgt und allein 10 zivilgesellschaftliche Organisationen sind beteiligt, von Frag den Staat über das Open Government Netzwerk bis zu Transparency International, um nur 3 zu nennen. Also für sektorenübergreifende Diskussion ist hoffentlich gesorgt und ich habe auch wahrgenommen, dass wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Gespräch und Vorführung von konkreten Anwendungen haben werden. Allen, die heute am Programm aktiv beteiligt sind, möchte ich herzlich danken. Dieses Mal hat es sich ja besonders gelohnt, nach Hamburg zu kommen, weil ja morgen und übermorgen noch ein Hackathon der Open Knowledge Foundation für einige zumindest hier aus der Runde folgen wird. Digitale Zivilgesellschaft beteiligen lautet das Motto der Konferenz in diesem Jahr, die sich dabei auf die Schwerpunkte Beteiligung, Mobilität und Umwelt konzentriert. Für uns folgt das Forum Offene Stadt einem Ansatz, den wir auch in unserem Handlungsfeld lebendige Bürgergesellschaft haben. Wir sind davon überzeugt, dass die großen Zukunftsfragen in den Städten, in den Kommunen, vor Ort verhandelt und entschieden werden müssen. Städte sind der Lebensraum der Zukunft. Ihre Bedeutung wird mit Sicherheit weiter zunehmen. Hier wird sich entscheiden, wie wir die Mobilität für das 21. Jahrhundert gestalten oder die Umwelt- und Klimakrise bewältigen, um nur 2 von den großen Themen zu nennen. Die Digitalisierung wird dabei eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle haben. In seinem jüngsten Buch, das unter dem Titel Die offene Stadt im letzten Jahr auf Deutsch erschienen ist, hat der Stadtforscher Richard Sennett darüber geschrieben, wie Digitalisierung als Schlüsseltechnologie zur Bewältigung dieser Probleme eingesetzt werden kann. Sennett warnt davor, die Technologie nur als Lebenserleichterung einzusetzen, die dem Menschen alles abnimmt und über Vorschriften und Vergaben alles regelt und uns alle so entmündigt. Und er wirbt für eine Digitalisierung, die uns die Selbstorganisation erleichtert und die Beteiligung ermöglicht. Zugespitzt, glaube ich, kommt das in folgendem Zitat zum Ausdruck: Die smarte Stadt gibt es in 2 Versionen, einer geschlossenen und einer offenen. Die geschlossene smarte Stadt macht uns dümmer, die offene macht uns klüger. Ich bin ganz sicher, wir werden hier heute in diesem Forum über die klugen Lösungen reden. Solche Lösungen werden übrigens auch von den Menschen in Europa gewünscht und erwartet. Wir führen einmal im Jahr eine gemeinsame Umfrage mit der Akademie für Technikwissenschaften durch zu technologischen Fragestellungen. Im letzten Jahr war die Digitalisierung im europäischen Vergleich dabei der Schwerpunkt. Und man kann sagen, dass die Zustimmung der Deutschen zur Digitalisierung von 2 Faktoren abhängt. Zum einen von den Zielen, für die die Anwendungen stehen, also es geht um Wertefragen, und zum anderen davon, ob die Regulierungserwartungen zum Beispiel beim Schutz von Daten erfüllt werden. Wir sind davon überzeugt, dass Beteiligung der Schlüssel ist, um gesellschaftliche Fragen zukunftsfähig zu bearbeiten. Wie digitale Tools dazu beitragen können, das haben wir selbst im letzten Jahr bei einem Format hier in Hamburg ausprobiert, den Bürgerdialog Hamburg besser machen.
Dabei hat die Körperstiftung eine Open-Source-Technologie genutzt, um eine Online-Plattform zu entwickeln, auf der Hamburgerinnen und Hamburger mit ihren Nachbarn über die Zukunft der Stadt diskutieren konnten. Das lief von Kneipengesprächen über Workshops und diese digitale Plattform am Ende bis zum Dialog mit der Politik. Das ist also auch eines unserer Top-Themen in der Arbeit der Körperstiftung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir nicht nur dieses Online-Tool gemeinsam mit der Stadt nutzen konnten, sondern dass sich heute die Stadt auch an unterschiedlichen Stellen der Veranstaltung hier mit in die Diskussion einmischt und zur Diskussion stellt. Ich wünsche uns allen gute Gespräche, interessante Anstöße und viele Anregungen. Und ich darf an Juliane Krüger übergeben, die Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dittmer. Auch unsererseits natürlich Dank für die Zusammenarbeit, die wunderbare seit den 3 Jahren. Mein Name ist Juliane Krüger. Ich darf gerade unser Team als Geschäftsführung durch die Tage leiten. Und ich freue mich sehr, heute die Ehre zu haben, im Namen unseres Vorstands, unseres Teams, vor allem aber auch all unserer Ehrenamtlichen, diesen Tag zu eröffnen. Die Open Knowledge Foundation ist ein gemeinnütziger Verein, der sich, wie der Name schon sagt, für offenes Wissen einsetzt. Speziell bei uns heißt das für offene Daten, für Transparenz, aber auch so etwas wie offene Bildungsdaten und Bildungsmaterialien beispielsweise. Das heißt, wir begreifen Digitalisierung sozusagen als Werkzeug und als Werkzeug vor allem, um die Zivilgesellschaft zu stärken in den sehr verschiedenen Rollen, die die Zivilgesellschaft einnehmen kann und sollte. Nämlich auf der einen Seite, um mitzubestimmen, was in ihrer Gesellschaft passiert, was in der Stadt passiert beispielsweise, aber auch um mitzugestalten und auch um die Rolle wahrzunehmen, die sie hat im staatlichen Kontext, nämlich um staatliches Handeln kontrollieren zu können und dann entsprechend auch protestieren zu können vielleicht. In diesem Sinne haben wir sehr verschiedene Projekte unter unserem Dach. Einerseits Frag den Staat, dazu wird Arne Semsrott später viele Dinge sagen, aber auch Bildungsprojekte wie Jung und Hackt beispielsweise oder eben Code for Germany, ein ehrenamtliches Netzwerk in ganz Deutschland, wo Code for Hamburg schon seit Anfang an dabei ist, seit über 5 Jahren, was natürlich eine lange und sehr fruchtbare Zeit bisher war. Und ich bin sehr froh, dass daraus sehr verschiedene Dinge entstehen konnten, wie beispielsweise in Stuttgart eben das, die Feinstaubsensor-Selbstbausets oder wie in Hamburg eben die gute Zusammenarbeit mit der Stadt oder etwas wie das, was wir jetzt haben, nämlich dieses Forum Offene Stadt. Über dieses Forum Offene Stadt bin ich deswegen sehr froh, weil es ein Ort des Austauschs ist. Ich war letztes Jahr im Namen der Open Knowledge Foundation Teil der Konferenz Bits und Bäume und da haben wir sozusagen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengedacht. Und das, was wir vor allem gelernt haben, ist, dass wir eine Plattform brauchen und mehr Orte und Räume brauchen, wo wir miteinander in den Austausch gehen können, einander abholen können, einander erklären können, wo sozusagen State of the Art ist. Das heißt, wir haben dort so Dinge gelernt, wie zum Beispiel, wo hängen denn IT-Sicherheit, wo hängen Datenschutz, wo hängt auch zum Beispiel Open Data und Open Source Projekte und Konzepte zusammen mit der Frage Nachhaltigkeit, mit dem Wertegerüst Nachhaltigkeit, was wir mit diesen digitalen Tools sozusagen umsetzen können. Ein Forum ist eben dieser Ort des Austauschs. Das haben wir auch da, haben wir viel Raum für das Forum sozusagen eingeräumt. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders über diesen Namen Forum Offene Stadt. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Einerseits, weil es eben das Forum-Namen trägt, was ein Austausch ist. Und ich freue mich, dass wir heute sehr viel Zeit miteinander haben, viele Ideen miteinander auszutauschen. Ich freue mich aber auch über den Teil offen, denn Hamburg ist hier mit der Offenheit sozusagen auf genau dem wichtigen und richtigen Wege für unsere Zivilgesellschaft und für eine nachhaltige Zukunft. Ich freue mich aber auch über den Bestandteil Stadt, denn die Stadt ist sozusagen ein Raum, der einerseits klein genug ist für Veränderungen, um Veränderungen umzusetzen und auf der anderen Seite aber auch groß genug ist, um Veränderungen voranbringen zu können. In dieser Hinsicht wünsche ich uns allen einen sehr motivierenden Tag, einen sehr erkenntnisreichen Tag mit sehr viel Austausch. Ich möchte allen danken, die daran beteiligt waren, diesen Tag heute zu gestalten. Ein Dank an die Körperstiftung natürlich und auch einmal schon vorab ein Dank an Sie alle, dass Sie sich hoffentlich sehr aktiv in diesen Tag einbringen werden.